Hallo, ich bin der Matthias. Ich freue mich auf die Alp Extrem 2023. Ihr dürft mich bei meinen Vorbereitungen und bis ins Ziel begleiten. Der Matthias heißt bei uns Muni und ist die Alp Extrem seit 2005 schon dutzendmal gefahren. Diesmal sind wir voll dabei. Kette rechts, Muni! Im Physiomed Eislinger treffen wir den Muni zu seiner Leistungsdiagnostik. Messen wurde leistungsabhängige Sauerstoffsättigung im Muskel und Herzfrequenz. Zum Start der Vorbereitung auf die Alp Extrem wollen wir wissen, wie es um seine körperliche Verfassung bestellt ist. Markus Fischer vom MF Trainingstreff hat der Muni ganz schön schwitzen lassen. Aber erst danach kann er ja sagen, in welcher Herzfrequenz und in welche Leistungsstufe unser Alpextremer trainieren soll. Mehr dazu gibt's auf der Homepage. Markus Fischer vom MF Trainingstreff hat der Muni letztens bei der Leistungsdiagnostik gründlich vermessen und gewogen. Beim Schwitzen hat er auch mal gefragt, wie er bisher eigentlich so trainiert hat und was er sich für 2023 vornehmen will. Der Muni hat ihm erzählt, dass er bisher vor dem Start der Alp Extrem maximal 1000 Kilometer planlos durch Gegend geradelt ist. Diesmal gibt es einen sportwissenschaftlich ausgearbeiteten Trainingsplan und wir sind mal gespannt, was da alles drinsteckt. Details auf der Homepage. Der Muni ist ein Typ wie du und ich. Okay, vielleicht auch ein bisschen mehr. Jedenfalls müsst ihr alle Kilo, die man so hat, über die Buckel von der Alp Extrem. Da braucht es bewusste Ernährung. Gerade im Winter. Schnell alle Zutaten besorgt. Die Anna hat uns extra ein Ausstecherles Form gemacht. Jetzt kann unser Held sein eigener Muni Weihnachtsgutzle backen. Rezeptvorschlag gibt's bei uns auf der Homepage. Treff am Rathaus. Endlich mal 3 Stunden ohne Regen. Am zweiten Startpunkt von der Alp Extrem kommen wir vorbei. Nur Indoor-Training ist schon recht fad. Da darf es auch mal ausgehen. Am liebsten zusammen mit den Kumpels. Heute begleitet der Jan, unser Gruppenfahrerbetreuer, und der Wolle, unser Streckenplaner, der Muni ein bisschen. Und auf geht's, auf unseren Hausberg der Hohe Staufe. Der ist aber gar nicht rennradtauglich. Oben gibt es einen schönen Ausblick auf Oderbach und auf die Radmarathonstrecke am Alp drauf. Heute machen wir bei Muni einen kurzen Krankenbesuch. Der hat auf der einen Seite einen fetten Pferdekuss. Den Anblick ersparen wir euch besser.
Sei sorgfältig zusammengestellter Trainingsplan löst sich gerade in Rauch auf. Unser Titelheld war nämlich Skifahren. Der ist ja der einzigste Ausnahmeathlet, der mit dem Wintersport besser nichts zum Tor hat. Da dafür hat er jetzt Zeit, sich für die Alp Extrem schon mal anzumelden. Diesmal für die XL-Marathonstrecke. Wir quälen ihn noch ein bisschen und haben ihm als Ausgleich ein paar Übungen mitgebracht. Für starke Pedaltritt und Kraft am Lenker fürs Bergfahren. Und weil er jetzt ein bisschen aufs Gewicht aufpassen muss, nehmen wir den Präsentkorb lieber wieder mit. Gute Besserung! Da kommt er. Direkt vom Geschäft geht's zum Sport. Das Training muss irgendwie in den Alltag eingebaut werden. Heute steht mal wieder Grundlage Ausdauer auf dem Plan. Man merkt schon, der Muni zieht alle Register. Virtuelle Bedingungen geben dem normalen Kick. Sein Fitnesslevel wird immer besser. Wie ist denn eigentlich euer Trainingszustand? Letztens hat sich unser Held ja mutig für den Alp Extrem XL Marathon angemeldet. Stolze 260 Kilometer und 4800 Höhenmeter. So langsam glaubt mir, dass der das echt ernst meint. Oh Mann, wenn wir dranbleiben wollen, dann müssen wir jetzt auch trainieren. Danke, Muni,